Ja, meine Lieben, herzlich willkommen. Direkt in den Einsatz reingeraten. Herzlich willkommen in City Skylines. Herzlich willkommen bei Avanacho. Für alle, die sich jetzt in der letzten Zeit darüber gewundert haben, was macht er da eigentlich? Der baut sich ja gar nicht so wirklich auf. Doch, tun wir schon. Natürlich alles ein bisschen langsamer, weil diese dritte Staffel, die ist speziell wirklich dem Schönbau reserviert. Das heißt, wir wollen wirklich City Skylines einfach mal anders spielen, wie es andere spielen. Ja, es geht nicht primär darum, so schnell wie möglich so viele Bewohner wie möglich zu bekommen, sondern es geht primär darum, schöne Sachen zu machen. Ja, also die City wirklich einmal kontrolliert aufzubauen. Deswegen arbeiten wir mit verschiedenen Gästengrößen und auch schön aufzubauen. Ja, deswegen natürlich, wie bei mir so oft, eine eigene Map, die ich da selber hergestellt habe. Mit so Schönheiten wie, ja, das ist eigentlich auch recht hübsch. Schade nur, dass das nachts nicht so schön beleuchtet ist. Ist eigentlich auch ganz gut gelungen, denke ich. Aber ich meine natürlich speziell solche Schönheiten. Ja. Das finde ich nämlich recht nice. Das ist mir auch recht gut gelungen, wie ich finde. Topografie ist... Cassidu, Italiener, mögen mir das bitte einmal in Lautschrift unten reinschreiben, damit ich das mal richtig machen kann. Ja, genau, nämlich weil ist in Italien das gute Stück Land. Und ja, wir haben hier diese kleine Ecke ein wenig verhübscht. Die Mods, die ich habe, die sind alle unten verlinkt. Die sind auch speziell jetzt für diesen schönen Bau. Oder für, ja, an diesen Schönbau ausgerichtet. Das heißt hier zum Beispiel, ich kann solche Wege eben durch den Traffic Plus Plus kann ich eben herstellen, wo dann nur Servicefahrzeuge durch dürfen. Und auf diese Weise kann ich natürlich auch so Mother Nature Park wunderbar hier einfügen und kann die restlichen Wege dann ganz normale Fußgängerwege machen. Und das sind halt dann Fußgängerwege, wo eben nur die Servicefahrzeuge durch dürfen. Da kann man dann ganz normal dran anbauen, wie an allen anderen Straßen auch. Das kann man hier sehen. Aber möchte ich natürlich nicht. Außer ich baue da so was hin. Ja. Der ist mitten im See gespawnt, der Kleine. So. Aber der dürfte eventuell verlassen. Der verlässt. Vielleicht kommen wir ja mal so einen Nature Park vorbei. Wollen wir doch mal gucken, wo er denn herläuft. Ah, nee, er geht auch einen direkteren Weg. Da haben wir jetzt rechts von uns den Mother Nature Park. War nur gut. So ist das halt. Nachts sieht das wunderschön aus. Schade, dass ich das euch momentan nicht zeigen kann. Ich meine, das sieht so auch schon sehr schön aus. Gar keine Frage. Gerade jetzt, wo die Sonne aufgeht, da macht sich der Sunchef zum Beispiel, der Sunchef Mod, unheimlich schön bemerkbar. Ja, das finde ich auch sehr schön. Weil er halt diese Sonnenstrahlen dann da so durch die Luft durchkommen, durchschneiden. Und das finde ich so richtig nice. So, wo willst du hin? Da ist eine Bushaltestelle. Da soll mir recht sein. Ja, und so, denke ich mal, können wir jetzt wunderbar ein paar Sachen aufbauen. Das heißt, hier müssen wir mal gucken. Hier und da soll ein Park noch hin. Viele Fußgängerwege auf jeden Fall. Was wir mit diesen freien Flecken machen, eventuell auch nochmal so Straßen. Reine Fußgängerstraßen vielleicht, wo dann Busse durchdürfen oder so. Einfach mal gucken, wir können wunderschöne Sachen machen, auf jeden Fall, und das möchte ich natürlich auch nutzen. Jetzt allerdings wollen wir hier am Kirschpark erstmal noch fertig machen. Ja, also hier dieser Rückstau, der hat sich komplett aufgelöst, finde ich super. So kleine Sachen, die richtig was nutzen, ich mag sowas. Auch dies ist hier eine Sache von Traffic Plus Plus, für alle, die neu dabei sind. Da kann man sich dann Busspuren einrichten. Na, das ist nicht der Traffic Manager, das ist noch was anderes. Der ist aber auch sehr gut. Wer jetzt keine Busspuren braucht und das mit den Parkanlagen nicht machen möchte, der, für den reicht alleine Traffic Manager, wenn er denn hier, was immer sinnvoll ist, die Fahrspuren gestalten möchte. Sprich, ich habe das jetzt hier gemacht. Wenn ich die Straße setze, fahren sie eben auch geradeaus. Aber was soll das? Hier runterfahren, um hier wieder drauf zu fahren, ist Blödsinn. Und dann kann man das hier einfach mal so machen. Die dürfen hier nur rechts und links abbiegen.
Und das geht eben unter anderem auch mit dem Traffic Manager. Die Funktion ist hier halt nur leider gesperrt, wenn ich den Traffic Plus drauf habe. Weil ich persönlich einfach mal schade finde, dass das gesperrt ist. Das finde ich nicht gut. Aber hier sind natürlich auch viele andere Sachen noch drin, wie zum Beispiel eine Reihenampelschaltung, die man sich bauen kann. Man kann Ampeln manuell schalten. Ne? Hier haben wir das Time Traffic Lights, also wo wir uns Reihenschaltung machen können, wo wir verschiedene Ampeln miteinander schalten können, dass die gleichzeitig funktionieren. Prioritäten, die man setzen kann, wo also Vorfahrtsstraßen gesetzt werden. Dann den Crosswalk, den habe ich einmal hier drin. Das wäre dann ohne Ampeln. Und einmal habe ich den hier mit drin. Und da kommen dann auch immer bei den größeren Straßen Fußgängerampeln dazu. Deswegen habe ich den quasi doppelt. Und fertig ist der Lack. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht, dass schon wieder dunkel ist. Mann, ich bin ja echt manchmal ein schlaues Kerlchen. Ein bisschen mehr Büro wollte ich machen. Wir haben jetzt hier... Da ist die Autobahn. Eine Autobahn ist das jetzt vielleicht nicht so. So, das sind die Zufahrtsstraßen. Die lassen wir, wie sie sind. Ja doch, dann machen wir das doch hier an der Autobahn. Die Autobahn, die bekommt jetzt erstmal einen Schallschutz. Das machen wir jetzt erstmal. Dann können da auch ein paar Büros hin. Das heißt, erstmal die beiden, damit wir... Jetzt sagt er, da ist nicht. Das heißt, da müssen wir gleich mal gucken. So. Und zwar den Schallschutz bis raus aus dem Ort. Also aus dem Stadtteil. Und zwar einmal bis bis runter zur Hauptautobahn, also zum Hauptkreuz. So, bis dorthin. Und dann ziehen wir das nämlich hier hoch. Warum mache ich das eigentlich nicht so? Hier geht er. Naja, offensichtlich kriege ich das nicht so gebacken. Jo, jetzt schalten wir wieder langsam. Dann haben wir mehr Zeit zu arbeiten. Also die Sachen zu machen, wo wir einfach was sehen müssen. So. So, dann haben wir das. Und hier habe ich gesagt... Wie bitte? Ist bereits belegt. Heißt, er hat jetzt aber auch dann hier tatsächlich keinen Schallschutz. Das heißt, ich mache mal kurz auf Pause, ziehe den mal kurz ab, baue den Schallschutz dahin, um dann den dort wieder ranzuziehen. So bescheuert das auch ist. Aber so, und einmal drehen. Was er nicht will. Er will den jetzt nicht drehen. Ach komm schon. Ärger mich doch nicht, Kollege. Pass auf, dann nimmst du den halt nochmal ab. Und dann bügel ich den hier halt so durch. Ich meine, so. Fertig. Du kannst mich nämlich mal, ich depp. Ich depp. Natürlich konnte er den nicht drehen. War ja keine Einbahnstraße. Aber jetzt ist es einer. schlaues Kerlchen. So. Jetzt ziehen wir hier den Schallschutz noch einmal mit durch. Bis, wunderbar, bis zur Brücke hoch. Sehr gut. Passt doch. Sieht natürlich nicht schön aus, wenn man im Ego-Modus ist. Deswegen hatte ich das eigentlich immer vermieden, weil ich den ja, den Ego-Modus wirklich gerne ein... Ich weiß auch nicht, warum das viele nicht machen. Ich meine, ich habe den Ego-Modus jetzt bei vielen schon gesehen, bei vielen anderen Let's Playern, aber ich habe nicht gesehen, dass die den auch wirklich nutzen. Ja, und der einzige Nutzen, den der Ego-Modus ja hat, ist die Ego-Perspektive. Und der wird aber irgendwie nie genutzt. So, das ist natürlich nicht so schön, aber ist halt so.
So. Jetzt kann es hier weiterlaufen. Oh ja, momentan ganz gut Einnahmen. Das ist schön. Ich denke mal. Ah, ich glaube, ich habe tatsächlich hier schon auch klar gemacht, ne? Nee. Hier machen wir mal Wasser- und Stromverbrauch senken, weil hier dürfte sich das bezahlt machen. So, und bitte speziellen Wert auf Recycling. Da müssen wir später hier bei Universität und Freizeit. Wir haben Freizeit. So, machen wir natürlich weniger Geld erstmal, aber wenn hier die Hightech-Wohnhäuser also erstmal hinkommen, dann dürfte sich das mal positiv bemerkbar machen. So, jetzt mache ich hier eine Büroreihe mal runter, weil die vorher ja schon Industrie ohne Ende. Und deswegen ziehe ich das jetzt hier einmal komplett. Wo haben wir ne? Da haben wir ne. Einmal komplett runter, wobei kleines bisschen Gewerbe sollte ich vielleicht dann doch einfügen. Hier. Nehmen wir den, nehmen den und nehmen den. Wenn ich ne dann vorher wegmache, funktioniert das auch. So und verdammt. Tut mir leid, aber du musst wieder gehen. So ist das. So, machen wir die drei Gewerbedinger nämlich dahin. Das ist allerdings natürlich recht schick. Da können wir auch Büros hinmachen. Und dort und dort. Und dort. Oh ja. So was mag ich ja leiden. Direkt wenn sie von der Autobahn kommen, sollen sie erstmal tanken gehen. Und erstmal Geld in der. Und direkt bevor sie auf der Autobahn fahren, sollen sie auch tanken gehen. Können sich aussuchen wo. Drei Tankstellen. Massiv. Nein, hier machen wir nicht. Und hier machen wir auch nicht. Okay. Da machen wir noch Büros hin. Und das machen wir noch als Büro. Da haben wir eventuell noch eine Tankstelle. Wie sieht es jetzt? Ach, da oben habe ich ja alles schon. Okay, und jetzt kann ich hier erstmal, wird nicht gefordert. Das ist nicht so schön. Die fordern aber noch Gewerbe. Also machen wir mal dort. Dort, 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 dort und dort. So. Dann machen wir das jetzt mal so. Und hier mal runter. Na, musst du auch machen, Kollege. So. Okay. Da können wir dann noch ein Büro oder Büros hinsetzen. Und dort auch. Was haben wir denn jetzt mal hier Schönes? Da unten habe ich jetzt noch gar keine Busse stehen. Oh, was ist das? Ist der neu? Den kenne ich gar nicht. Ein Hypermarkt. Hm. Nutzen wir doch mal. Und zwar... Eieieiei. Den könnten wir nur hier nutzen. Aber dann wird das hier mehr Sinn ergeben. Wenn das denn gehen will, aufgrund meiner Straßen geht es natürlich nicht. Ist ja klar. Aber diese Schrittstraße können wir noch einfach mal ändern. Dann ist ja jetzt mal so nicht das Problem. Wie wär's denn mit dem richtigen? Ah, auch schwierig. Dann kommen die ja nur von einer Seite ran. Was aber auch nicht so schlimm ist. Denke ich. Und jetzt geht er da auch mit dem Hypermarkt. Und sitzt. So. Ja, du kriegst gleich schon Ströme. Da mach dir mal keine Gedanken drum. Das wird schon laufen. Genau. So, und dann setzen wir nämlich hier auch noch Büros hin. Okay. Und, ach, dort auch, ja. So. Und da setzen wir
noch einen kleinen Laden hin. Obwohl, der wird es eh nicht überleben. Also lassen wir den. So, machen wir so, weil auch schick. So, und das machen wir jetzt mal so. So, so, so brauchen wir nicht, weil funktioniert sowieso nicht. Okay. Dann haben wir doch so einige Büroflächen schon mal drin. Wir brauchen noch mehr Gewerbe, sagt er uns. Das ist nicht so schön. Das ist so gar nicht schön. Aber das Spielchen, das, das dürfte ein lustiges Büro werden. Nee, da kannst du dann jetzt Gewerbe hinmachen. Und hier und hier. Dann ziehen wir das nämlich hier einfach mal durch. Das Mega-Kaufhaus auf der Seite zu der Straße und hier auch noch Gewerbe. Oh, lustig. Können wir tatsächlich mal so machen. So, was haben wir denn hier noch Schönes, was... Da muss ich aber jetzt mal echt drauf aufpassen. Regierungsstellen. Da muss ich mal gucken. Was ist das denn? Eine Kathedrale, auch nicht schlecht. Da haben wir das Schloss, da haben wir das Rathaus. Das Rathaus, das würde ich ja gern auch ziemlich hier irgendwo hin haben. An sich gesehen. Aber dann müsste ich ja hier, das geht ja alle wieder nicht, da habe ich ja überall schon was stehen. Na, wir setzen... Ich habe gerade eine Idee. Was ist das denn hier? Ah. Ja. An sich ja schon. Ja, das wäre an sich doch mal... Oh ja. Wenn wir das mal da... Oh yes. Okay. So viel dann zu diesem Blickfang. Ich glaube, das stört keinen mehr. Die gucken jetzt eh alle hier hin. Alles überragend. Auf jeden Fall. Wobei, wenn das höchste Gebäude der Welt ist, ich glaube, das war das, ne, Tommy? Nee, dann sollte ich den vielleicht mitten in der Stadt reinsetzen. In der großen. In der ganz großen. Und gar nicht hier. Nee. Okay, war teuer, ist egal. Wir haben ein klein wenig Geld. Wir kriegen auch ein klein wenig Geld zurück. Nee, das setzen wir woanders hin. Was hätten wir denn hier? Ja. Das ist auch nicht besonders groß. Und dann wird das auch wieder ganz gut hier hinpassen. Ich denke, das ist ein Bürogebäude, ne? Denke ich mal. Nee, ein Wirtschaftsgebäude. National Hydroelectric, wenn ich das richtig sehe. Dann wäre das hier vielleicht so schlecht nicht. Müssen wir den auch hier hinsetzen. Naja, das ist jetzt natürlich so ein Betonklotz. Aber wenn das halt so bekannte Gebäude sind, dann wird das auch wieder Sinn machen. Hier könnte man an sich noch wunderbar Büros hinsetzen. Hier könnten wir eigentlich hier diese ganze Ecke. Das ist dann so eine richtig teure Ecke, hoffe ich. Zack. Komplett mit Büros vollgesimst. Ich glaube, das ist gar nicht übel. Jetzt wird es schon wieder dunkel. So, und dann können wir... No, jetzt ist schon wieder gut. Hotel zum Ritter habe ich ja schon gesetzt. Was ist das denn hier? Die Supermall. Das ist doch... Nee, das ist eine andere. Die setzen wir aber dann jetzt auch nicht hier hin, weil hier habe ich ja da schon so ein großes Ding stehen. Dann hätten wir das hier noch. Das können wir eigentlich einen Krankenhausplatz. Würde, wenn überhaupt, dann zum Krankenhaus kommen. Aber da haben wir ja das ja eigentlich schon recht schön gemacht. Ja.
daher brauchen wir nicht. Park Villa Rita. Okay. Ah ja. Das können wir allerdings tatsächlich. Hier ist Mitte. Hier ist Mitte. Das heißt, irgendetwas wird da jetzt weg müssen. Weil irgendetwas wird da so wieder gehen. Idealerweise so, dass er zum Wasser guckt. Naja, würde sowieso... Nee, die könnten ja hier durchgucken. Hey, super. Ob der groß genug dafür ist? Auf der anderen Seite... Nee, wir machen das doch so. Will er jetzt nicht. Weil jetzt sagt er mir wieder Straße doof. Ach, wenn, dann müsste er das sowieso auf der Seite wegen der Schiene. So. Jetzt guckt er doch zum Wasser. Ach, und der ist nicht beleuchtet. Das ist sehr schade. Mach mal schneller. Hier direkt am Gang, am Krankenhaus. So. Haben wir jetzt unser Figürchen. Das können wir uns aber erst in der nächsten Folge angucken, meine Lieben. Hier ist erstmal ordentlich Party, wie man sieht. Macht sich natürlich jetzt in der Nacht erstmal richtig nice. Moment. Entschuldigung. Ja, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da, tatsächlich auf Social Media. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Möchte ich meinen. Würde ich mir wünschen. Also, bis dahin. Bye-bye.